Neues, dass mein Kopf mir weirde Sachen sagt. Mach schon lange keine Selfies, denn man sieht es auch auf Kamera. Gezeichnet von Enttäuschungen, es zieht sich bis Andromeda. Meine Haut ist blass, weil ich lang schon nicht mehr draußen war. Die Realität ist mir heute näher als zuvor, seitdem ich meinen festen Halt vor kurzem wieder mal verlor. Hab keine Kraft mehr für Klinik Nummer 6, 7, macht es auch egal, denn es hat ja eh nie was gebracht. Ich frage mich, wann ich das Kapitel endlich schließen kann, da mich durch mein Anderssein scheinbar keiner lieben kann. Spreche offen mit den Menschen, sie sagen, ist kein Problem, doch kommt der erste Gegenschlag, heißt es dann auch wieder. Was ist das, was dich an mir stört? War es reine Neugier? War es für dein Ego? Oder glaubst du, dass ich dich bei mir fand? Kraft in all den Dingen, die du mir gesagt hast. Doch mittlerweile fühlt sich's an wie ein schlechter Podcast. Alles dreht sich um mich rum, mein Leben ist ein Teufelskreis. Schwindelig von Emotionen, Farben, blind, ich seh schwarz-weiß. Based on a true story, Movie hat so viele Details. Der Kino sah es leer und hat zudem noch einen schlechten Preis. Kino meines Lebens mit Müll unter den Sitzen, mit flackernden Scheinwerfern und unendlich schlechten Witzen. Der Ton ist am Arsch und höre nur ein lautes Rauschen. Hab das Ticket mit meinem Herz bezahlt und kann es nicht mehr umtauschen. Wenn Borderline kickt, dann mache ich Dinge, die nicht gut sind, Dinge, die echt dumm sind. Checke nicht, dass grad mein Kopf spinnt. Ich hab's dir tausendmal erklärt, doch du wolltest es nicht verstehen. Wenn es deine Absicht ist, dann lass mich stehen, du kannst jetzt gehen. Such sie das Gespräch zu mir, wenn ich grad normal bin. Denkst, Abstand wird was bringen, doch erst dann fange ich an zu spinnen. Bis ich dir dann wieder aus Verzweiflung schreib und du mir wieder an den Kopf wirfst, dass ich doch so übertreib. Fickst echt mein Kopf, ich hab gesagt, ich bin dein Endgegner. Hast gesagt, du schaffst das, doch war scheinbar nur ein guter Redner. Ich bin maximal enttäuscht und das ist noch so untertrieben. Was du nie erfahren wirst, als Mensch bin ich am wahrsten lieb. Du lebst dein Leben weiter und interessierst dich einen Scheißdreck, dass Sekunden für mich Stunden sind und du weißt, dass ich viel nachdenk. Hab es dir von Anfang an gesagt, dass ich oft aneck. Wolltest das wohl nie verstehen? Tja, und jetzt bist du weg. Weißt du, wie es ist, wenn man dich links liegen lässt, nachdem man sich geöffnet hat, weil man dachte, es ist alles echt. Doch jetzt fühle ich nur noch Frust, hab keine Lust, müde von Enttäuschung und dem Schmerz in meiner Brust. Ich schreibe jetzt alles nieder, denn das ist meine Therapie. Was die Ärzte über Jahre sagten, hast du gut wie nie. Mir egal, ob du das hörst, das ist meine Art, damit umzugehen, was du hinterlassen hast. Au revoir.